nicht gewünscht. Ich eröffne die Aussprache. Das Wort für die FDP-Fraktion hat der Abgeordnete Christopher Vogt. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, bei der entscheidenden Zukunftsfrage, wie wir unser Wohlstandsniveau dauerhaft sichern können, sind die Aussichten in der jüngsten Vergangenheit leider deutlich düsterer geworden. Wenn wir auf die Situation in der Türkei schauen, wenn wir auf Russland schauen, auf Großbritannien und nun auch noch in die USA, dann stellen wir fest, dass es für uns als Exportnation in den nächsten Jahren deutlich ungemütlicher wird. Die handelspolitischen Auseinandersetzungen nehmen leider zu. Wir haben hier in den letzten Jahren mehrfach über die geplanten Freihandelsabkommen mit den USA und mit Kanada debattiert. Nun muss das Abkommen mit den USA nach der Wahl von Donald Trump wohl als beerdigt angesehen werden. Wer hätte das noch vor einigen Monaten gedacht, Herr Dr. Breyer, dass es ausgerechnet einen US-Republikaner braucht, um der deutschen Linken und Rechten und Ihnen diesen Gefallen zu tun? Herr Trump hat also auch im Schleswig-Holsteinischen Landtag so seine Fans, das nehme ich mit Interesse zur Kenntnis. Seitdem, Herr Dr. Breyer, ist es auch um das europäisch-kanadische Freihandelsabkommen auffallend ruhig geworden in Deutschland. Dieses Abkommen galt ja mal als eine Art kleine Schwester von TTIP und wurde gerade in Deutschland dementsprechend ebenso hart bekämpft. Und ich bin wirklich der Meinung, dass man über alles leidenschaftlich diskutieren kann und sogar muss. Aber die Debatte über die geplanten Freihandelsabkommen wurde oft in derart absurder Form, voller Ressentiments und einer Welle an Desinformationen geführt, dass ich mich wirklich frage, ob allen Beteiligten noch klar ist, worum es hier eigentlich geht. Nun liegt das Abkommen, Herr Dr. Tietze, mit Kanada auf dem Tisch. Es wurde von den Regierungen Kanadas und den Regierungen der EU-Mitgliedstaaten unterzeichnet. Es gibt noch eine Reihe an rechtlichen Fragen zu klären, aber ich freue mich wirklich sehr darüber, dass die deutsche Sozialdemokratie sich letztlich dafür entschieden hat, dieses Abkommen zu unterstützen. Es gibt dafür ja auch viele gute Gründe. Der Abbau von Handelshemmnissen hilft vor allem kleineren und mittleren Unternehmen. Viele Geschäfte werden jetzt Sinn ergeben mit Kanada. Und auch schleswig-holsteinische Unternehmen wird das helfen. Und natürlich auch großen Konzernen, zum Beispiel deutschen Autosindustrien. Ich kann daran nichts Negatives finden. Ganz im Gegenteil, ich begrüße das sogar sehr. Und meine Damen und Herren, nun mal Hand aufs Herz. Mit wem sollten wir ein solches Abkommen verhandeln, wenn nicht mit einer Musterdemokratie wie Kanada? Mit wem wollen wir das machen? Und das Erstaunliche ist, es gibt ja auch noch ein Gerichtsverfahren zum Thema Abkommen der EU mit Singapur. Mit Singapur stört es keinen Menschen, dass wir ein solches Abkommen machen. Habe ich von Ihnen noch nie gehört, Herr Dr. Breyer, dagegen klagen Sie nicht. Und es muss doch allen Beteiligten einleuchten, dass kein Land davon so profitieren würde wie die Exportnation Deutschland. Kurioserweise ist die Ablehnung nirgendwo so groß wie in Deutschland. Die Gegner vom linken und rechten politischen Rand haben da ganze Arbeit geleistet und ehrlich gesagt, wenn die sich einig sind, gehen bei mir als Liberalen immer die Alarmglocken an. Und mich ärgert auch nicht die Kritik an einzelnen Punkten des Abkommens. Darüber kann man ja leidenschaftlich streiten. Was mich wirklich ärgert, ist die Denke, die dahinter steckt. Dass Protektionismus uns helfen würde, dass wirtschaftliche Abschottung Sinn macht. Und meine Damen und Herren, wer wirklich glaubt, dass das den Menschen dient, der ist, glaube ich, nicht auf dem richtigen Weg. Es ist noch nicht ganz klar, ob der Bundesrat bei der Ratifizierung von CETA beteiligt werden muss. Das muss das Bundeswirtschaftsministerium des SPD-Kanzlerkandidaten ins BAD, also jetzt Frau Tsipras, demnächst entscheiden. Grüne und Linke fordern eine Beteiligung des Bundesrates. Und ehrlich gesagt, ich bin auch dafür. Als Befürworter des Abkommens hoffe ich, dass dies so kommt. Es geht hier nicht einfach um ein Wirtschaftsabkommen, das irgendwelche Technokraten ausgehandelt haben. Es geht gerade in diesen politisch bewegten Zeiten auch um die Zukunft unseres Wirtschaftsmodells. Wer die liberale Demokratie verteidigen will, sollte anerkennen, dass es dabei nicht nur um die gesellschaftliche, sondern auch um die wirtschaftliche Freiheit gehen muss. Man muss also Farbe bekennen. Und meine Damen und Herren, Auslöser von seinem Antrag war der Fraktionsbeschluss der Grünen Landtagsfraktion, die sich im November nochmal dagegen ausgesprochen haben. Eine Abstimmung über einen Antrag der Piraten, die es gänzlich anders sehen als wir, wohl seit Monaten im Ausschuss verhindert. Deswegen haben wir gesagt, wir wollen das wieder ins Parlament ziehen. Und ich glaube, die Grünen müssen sich endlich mal entscheiden, wo sie bei dieser entscheidenden Frage stehen wollen, meine Damen und Herren. Herr Abgeordneter Vogt, gestatten Sie eine Bemerkung des Abgeordneten? Sehr gern. Vielen Dank, Herr Kollege Vogt. Können Sie mir bitte erläutern, wie Sie ausschließen wollen, dass über ein CETA-Abkommen, was ja im Grunde genommen auch sehr intransparent
auf den Weg gebracht worden, wir hatten jedenfalls nicht die Einsicht von Anfang an, also es ist nicht demokratisch, wie Sie behaupten, auf den Weg gebracht worden, verhindern wollen, dass amerikanische und kanadische Ölindustrieunternehmen, Sie wissen ja, dass das Thema Fracking in Kanada und in Amerika anders gesehen werden. Der Schleswig-Holsteinische Landtag hat sich sehr einmütig, ich weiß gar nicht, ob Sie da mitgestimmt haben, ich meine ja, gegen Fracking in Schleswig-Holstein ausgesprochen. Ja. Wie wollen Sie denn verhindern, dass jetzt gerade bei Explorationsbohrungen in Nordfriesland, unsere Region ist ja sehr stark gegen die CO2-Verpressung vorgegangen, dass solche Dinge dann über die Hintertür in Nordfriesland möglich werden? Herr Dr. Tietze, das ist das Problem bei dieser ganzen Debatte. Sie arbeiten mit wirren Behauptungen. Mit wirren Behauptungen, woher nehmen Sie denn Ihre Einschätzung, dass das so kommt? Wo sehen Sie das in dem Abkommen? Haben Sie das Gefühl, dass wir mit Sicherheit, Entschuldigung, damit wir das sortieren. Jetzt ist erstmal der Abgeordnete Vogt dran, der gibt darauf eine Antwort. Möglicherweise gestattet er Ihnen eine weitere Zwischenfrage. Herr Dr. Tietze, wir kennen uns ja schon ein paar Tage. Ich weiß, Sie gehen ja immer unheimlich in die Tiefe bei solchen Diskussionen. Und Sie haben ja mit Sicherheit alle Unterlagen gelesen. Und da frage ich Sie, woher nehmen Sie denn diese Annahme? Und Herr Dr. Tietze, ich sage Ihnen wirklich eins am heutigen Tage, weil wir haben ja bald eine Wahl vor uns, die Leute wollen wissen, wo Sie stehen. Sie müssen sich entscheiden, wo Sie stehen wollen. Bei der wirtschaftlichen Vernunft, bei den Kräften, die das wollen, bei Winfried Kretschmann und Joschka Fischer oder bei Donald Trump, Frauke Petri und Sarah Wagenknecht. Das müssen Sie heute mal zeigen, wo Sie stehen. Und ja, eine Unverschämtheit, ich kann Ihnen nur sagen, schauen Sie mal auf den Demos, wer neben Ihnen steht und wer sozusagen Ihre Auffassung ist. Schauen Sie mal da drauf. Und meine Damen und Herren, ich möchte abschließend sagen, der Kollege Voss hat im November erklärt, Zitat, die relevanten Argumente gegen CETA haben nichts mit Protektionismus oder Populismus zu tun, sondern mit der berechtigten Sorge um die Demokratie, der Aushöhlung des Rechtsstaates und dem Verlust von lang erschrittenen Standards. Zitat Ende. Meine Damen und Herren, wenn es um die wirtschaftliche Freiheit geht, dann werden Sie zu den besorgten Bürgern in diesem Land. Meine Damen und Herren, schauen Sie wirklich mal, wer neben Ihnen steht. Und abschließend möchte ich noch auf eine Sache hinweisen. Ich habe ja mit Freude zur Kenntnis genommen, der neue Wirtschaftsfreund Thorsten Albig, der auf ein Neujahrsempfang in den letzten Wochen exklusiv Rederecht hatte bei den Wirtschaftsverbänden, hat beim IHK Neues und Kang in Kiel erklärt, wie wichtig, also Herr Vater hat es auch gesagt, wie wichtig CETA sei. Und alle Vertreter der drei Regierungsparteien in der ersten Reihe haben geklatscht. Lassen Sie dem Taten folgen, zeigen Sie klare Kante heute. Das Wort für